2020 zerstörte Corona alle unsere Pläne. Doch wie heißt es so schön, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Im November 2020 segeln wir mit Olivers Indigo Moon von Teneriffa über den Atlantik nach Antigua in die Karibik. Ein unvergessliches Erlebnis. Danke, lieber Oliver, dass wir zusammen die Zeit verbringen konnten. Ich glaube, die erste. Nachdem wir unsere durch einen Rohrbruch geflutete Wohnung wieder renoviert haben, kehren wir frisch geimpft im Juni 2021 endlich wieder zurück nach Lanzarote. Unseren Wunsch, nach Madeira oder auf die Azoren zu segeln, müssen wir wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit erst einmal verschieben. So haben wir viel Zeit, uns und unser Boot zu pflegen. Die vielen neuen Bekanntschaften und Freundschaften hier auf der Insel lassen aber die Zeit nur so dahinrasen. Peu à peu tauschen wir auch unser laufendes Gut immer mal aus. Heute ist der Dirk dran. Er war schon immer etwas zu kurz, um zum Aufentern in den Mast auf die elektrische Winch gelegt zu werden. Aber jetzt ist es auch für Petra ein leichtes, mich ohne Anstrengung in den Mast zu ziehen. Da wir durch die heftigen Starkwindphasen hier auf den Kanaren in den Sommermonaten weniger zum Segeln kommen, nutze ich die Zeit für einige Tauchgänge. Beim Füllen der Pressluftflaschen bei Valerie und Paul in Puerto del Carmen lerne ich zufällig Michael Dunn kennen. Michael lebt seit einigen Jahren auf Lanzarote und macht jeden Morgen einen Tauchgang. Sein besonderes Interesse dabei liegt darin, die wundervollen Engelshaie zu beobachten und ihr Verhalten zu studieren. Spontan verabreden wir uns zu einem gemeinsamen Tauchgang. I give you a sign. Was los ist hier unter Wasser. Kaum haben wir unseren Tauchgang begonnen, begegnen wir schon einem Schwarm Goldstriemen, die genüsslich die Algen abweiden. Nicht ganz so zutraulich ist der europäische Papageifisch. Er zieht es vor, etwas Abstand zu halten. Die Geißbrassen gehören zu den am häufigsten vorkommenden Fischen der Kanaren. Gut zu erkennen an dem auffälligen schwarzen Punkt vor der Schwanzflosse. Aber auch der Meerpfau und die Streifenbarbe begegnen uns bei jedem Tauchgang. Der atlantische Mönchsfisch ist eine Art aus der Großgruppe der Barschverwandten und gehört somit zu den Knochenfischen. Die atlantische Pfeilkrabbe, auch Gespensterkrabbe genannt, bevorzugt enge Felsspalten und sucht oft den Schutz bei Seeigeln. Thank you.
Die schöne Prachtsternschnecke wird im Algenfeld an der Felswand gern übersehen. Die Bänderbrasse wird auch Zebrabrasse genannt. Überall dort, wo leere Muschelschalen oder Krabbenpanzer liegen, lohnt es sich, einmal genauer hinzusehen. Denn solche verdächtigen Dinge deuten darauf hin, dass in der Nähe ein Pulpo zu Hause ist. Aha, da ist der kleine Kerl ja. Er hat sich in eine Felsspalte zurückgezogen und hält einige Steine mit seinen Saugnäpfen schützend vor seinen Körper. Selbstverständlich ist er neugierig und schaut genau hin, was ich denn da mache. Ich will ihn aber nicht weiter ärgern und ich glaube, er ist ganz froh darüber. Michael beschreibt den Überlebensprozess der Engelshaie wie folgt. Die männlichen und die weiblichen Tiere leben getrennt. Die weiblichen oft in kleinen Gruppen, die männlichen Tiere eher allein. Wenn sie sich dann hier im Atlantik treffen, beginnt das Werben um den entsprechenden Partner. War das Werben erfolgreich, kommt es zur Paarung. Die weiblichen Tiere gewähren nach ca. 6 Monaten ihre Jungen. Engelshaie sind die einzige Haiart, bei denen dieser Prozess jeweils beschrieben wurde. So konnte die Spezies der Engelshaie über 150 Millionen Jahre überleben. Heute beobachten viele Wissenschaftler, dass die Population der Engelshaie stark abnehmend ist und sich ihr Habitat bis auf einige Ausnahmen auf die Kanaren beschränkt. Deshalb stehen die Engelshaie auf der Liste der bedrohten Tierarten heute ganz oben. So, wir hatten einen sehr schönen Tag hier in Puerto del Carmen heute und wir haben einen kleinen Shark gesehen. Das ist mein Diving Guide, Michael. Thanks for all, Michael. Übrigens kann jeder, der interessiert ist, tauchen lernen. Hier auf Lanzarote gibt es viele deutschsprachige Tauchschulen, bei denen man eine Lizenz erwerben kann. Für mich ist es klar, dass auf jedes Segelschiff eine Tauchausrüstung gehört. Der Umgang mit Flosse, Masken und Schnorcheln, der sogenannten ABC-Ausrüstung, sollte von allen Crewmitgliedern geübt und beherrscht werden. So kann zum Beispiel rasch die Lage des Ankers kontrolliert werden. Ob man nach der Ausbildung zum Gerätetauchen eine komplette Ausrüstung mit an Bord nimmt, bleibt jedem überlassen. Wir haben seit Jahren 2 komplette Ausrüstungen an Bord. Es gibt aber nicht nur praktische Gründe, das Tauchequipment an Bord zu haben, denn es gibt so unendlich viel zu entdecken. Unter Wasser. Hab ich euch jetzt neugierig gemacht? Dann freut euch auf die nächste Episode, denn dann entführe ich euch ins Museo Nautico. Bis dahin immer eine Handbreit rum in der Bilge und Fair Winds, eure Mola Molas.